Weiter geht's mit Assassin's Creed 3. Beim letzten Mal hatten wir ja, schön Gilden. Ja, ich habe Geld bekommen. Wir haben EP bekommen. Und neue Auftragsattentate. Schön für euch. Ich will ja nicht meinen Assassinen wieder benutzen können hier so. Ja. So viel Scharfschütze. Möchte ich wieder einsetzen können. Oder geht es nur in Missionen oder bla oder blups oder Machala, Machala, Machala. Finde ich voll uncool. Na, aber naja, ich habe es euch versprochen, also machen wir jetzt mit den Missionen weiter. Alter Mann, bist du etwa hier? Was stehst denn du hier rum? Achilles, heißt du, glaube ich. Ist schon lange her, dass wir das letzte Mal mit ihm gesprochen haben. Es ist getan. Johnson ist tot? Nein. Er verschwand, als der Tee vernichtet war. Nur um neue Pläne zu schmieden, ganz sicher. Du hättest ihn töten sollen. Das war nicht nötig. Die Zeit wird zeigen, ob du recht hast. Wahrscheinlich eher nicht. Kein Indogo. Was machst du hier? Ist etwas geschehen? William Johnson kam zurück, mit genug Geld, um unser Land zu kaufen. Er trifft sich gerade mit den Ältesten. Ich flehte sie an, abzulehnen. Doch ich fürchte, er wird Erfolg haben, wenn du nicht einschreitest. Wie ist das möglich? Der Tee wurde vernichtet. Die Templer waren schon immer so erfinderisch. Du hättest auf mich hören sollen. Hättest du, Connor. Du musst ihn aufhalten. Das werde ich. Weißt du, wo sie sich treffen? Darf ich ihn jetzt endlich töten? Bitte? Neue Waffe. Ich muss dringend shoppen gehen. Ich glaube, ich muss dringend Waffen kaufen. Was? Anhängen in der Art, bitte. Wiss? Wiss? Was habe ich freigeschaltet, bitteschön? Was kann ich hier machen? Das ist so ein komischer Punkt. Naja. Irgendwo habe ich hier was freigeschaltet. Geheimgang, bitte. Ich finde es immer noch cool. Geheimgang. Des Geheimseins. Und hier ist irgendwas freigeschaltet oder doch? Nein, vielleicht. Okay, das bringt nichts. Ach, meine Waffenkammer. Bisschen leer. Bisschen sehr leer. Fallen. Steintomahawk. Wurfpfeile. Naja, ich bleib an meinem Tomahawk. Aber ich glaube, wir gehen jetzt eh dann erstmal shoppen. Ich hab grad Bock, shoppen zu gehen, wenn ich schon neues Zeug freigeschaltet bekommen hab. Hoppala, 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 was war das? Ein Spiel spielen? Oh, guckt euch das mal an, ey. Tschiesch, sieht das geil aus. Tschiesch. Do like it. Gefällt mir. So, dann gucken wir mal. Uff, Kat. Nein, Kat, möchte ich gerne haben. Was haben wir hier? Oh, eine Siedlung. Wir haben so Siedlungsmissionen. Okay, kleiner Einschub. Siedlungsmissionen sind immer wichtig. Apropos Siedlungsmission, ich sollte mal vielleicht ein bisschen handeln und so.
könnte Geld in der Kasse bringen. Ich weiß halt auch nicht genau, wie das hier funktioniert, mit dem Geld in der Kasse bringen. Das fand ich in alten Spielen so einfach hier. Bau Stadt auf, krieg Zinsen und so. Oder Einnahmen halt. Wenn du ein AC2 hast du ja hier Monteregioni aufgewertet. In Brotherhood hast du, glaube ich, Rom aufgewertet oder so ähnlich. Und in Revelations. Nee, in Revelations hast du Rom aufgewertet. Ach, was weiß ich. Ja, ich, Connor. Zum Glück bist du hier. Ja, was ist? Wie kann ich helfen? Prudence wird vermisst. Sie wollte ein paar Besorgungen machen und kehrte nicht zurück. Ich bin besorgt. Was ist nur passiert? Ich finde sie. Der Hund könnte sie aufspüren. Er hat eine gute Nase. Hierher, Junge! Schrei doch nicht so, der steht direkt neben dir. Ihn fast jeden Abend raus, um Nachtkerzen zu pflücken. Sie ist einfach ganz versessen auf ihr Öl. Doch damit ist jetzt Schluss. Ich habe gar keine Ahnung, was sie mit dem ganzen Zeug überhaupt will. Don't ask me, ich weiß es selber nicht. Was ich cool finde, dass alle unendlich sprinten können in Assassin's Creed Teilen. Hier hat sie gepflückt. Sie kann nicht weit sein. Vielleicht sollten wir uns aufteilen und suchen. Ja, ja, mach du mal. Kleidungsstück. Was gibt's hier denn sonst noch in dem Suchbereich? Ein Hinweis sehen. Da ist was. Blumenbeutel. Nix da, Bär. So wird's gemacht. Nein, ihr wollt ja noch schnell häuten. Och man. Danke vielmals, Connor. Vielen Dank. Ich mag gar nicht daran denken, was ohne deine Hilfe passiert wäre. Ich habe dort Nachtkerzen entdeckt und plötzlich stürzte sich der Bär auf mich. Warum sammelst du Bärenpelz? Naja, Warren und ich probieren schon sehr lange, ein Kind zu bekommen. Ich habe gelesen, dass Nachtkerzen gut für die Fruchtbarkeit. Prudence! Bist du wohl auf, Liebling? Es wird wieder. Dank, Connor. Ich danke dir, Connor. Wieder mal. Bitte, bitte. Connor, euer Helfer in der Not. Ah, und es lohnt sich halt immer so schön. Prudence Nachtkerze. Jetzt haben wir hier noch eine Siedlungsmission. Alter, steht da meist gut. Hallala. Kann man die ja richtig drin verstecken. Na, hier muss doch irgendwo eine... Da ist eine, so eine Art Brücke. Man muss sich ja nicht unbedingt immer nass machen. Das ist nicht sogar eine Art Brücke, das ist eine Brücke. Ja, immer den umständlichsten Weg gehen. Das ist typisch für mich. Umwege führen auch zum Ziel. Bin da! Connor! Bin ja da! Connor! Connor! Komm rasch! Jemand will in unser Haus einbrechen. Er ist bewaffnet. Ich hole die Jungs. Bin ich auch. Stopp! Na warte, Junge. Es gibt Surprise Buttsex, wenn ich dich erwische. Soll heißen Klinge in den Rücken oder Arsch. Auf jeden Fall ja schönes Klingenfest. Geh ruhig rein, wenn du willst.
Da stimmt was nicht. Ja, da stimmt auch was nicht, Leute. Habt ihr gut erkannt. Du entkommst mir nicht. Surprise Botsex. Was ist passiert, Connor? Hab gesehen, dass du einen Mann verfolgst. Er wollte euer Haus ausrauben. Ich hab ihn verjagt. Was? Die Frauen sind alle wohl auf? Du hättest da sein sollen. Was? Du hättest zu Hause sein sollen. Ich brauchte dich nicht. Seit wann kommt ein dürres Hemd wie du alleine draußen im Busch zurecht? Wenn Diana was fehlt, dann schwöre ich, wirst du dafür... Ach, macht einen Kopf zu, ihr beiden. Ihr seid beide schlimm genug. Ich habe ihn davon gejagt. So kann man es auch nennen. Ich habe Surprise Buttsex mit ihm gemacht. Walnussholz, Alter. Das ist halt das Schöne, wenn du so Mission machst. Schöne neue Sachen. Also, Surprise Klinge im Arsch! Oder Rücken. Je nachdem. Oh, das ist ja gleich die nächste. Ach, ist das schön. Weil das bedeutet halt immer neues Zeug für uns. Neue Sachen. Ja, Connor, du darfst doch gerne da an Land gehen. Connor? Ich sag dazu mal gar nichts. Na, schon da hoch. Hier, wir haben hier was zu erledigen, Connor. Irgendwas. Vielleicht braucht ja wieder jemand Hilfe. Yep. Sieht so aus. Master Connor! Master Connor! Dad und Goffrey streiten sich... Nicht gut, oder? Ich hab's gesagt, ich hab dich nicht gebraucht. Hättest du gehört? Ach nee. Ihr beiden Streithähne, ey. Dir werde ich's zeigen. Dir muss man mal Verstand einprügeln. Alter, was muss ich hier genau machen? Ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe dieses Minispiel nicht. Dir werde ich's zeigen. Alter, ich versteh's nicht. Hier muss man mal Verstand einprügeln. Ich mach dich platt. Ich versteh's nicht. Was wollt ihr von mir? Nein, 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 der Balken darf nicht weg, glaube ich. Ich darf nicht zu weit weg vom Balken. Nein, 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 nein. Schlag dich zu nein. Boden, du Lump! Nein, 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 wirst du nicht. Nein, wirst du nicht. Verstand einprügeln! Nein! Platt! Damn it! Na komm, du Tölpel! Dir muss man mal Verstand einprügeln! Ich mach dich platt! Hey, wie krieg ich den Balken dann wieder weg? Ich versteh's nicht. Ich versteh das Minispiel nicht! Wäre einfacher, wenn man mir einfach erklären würde, was ich machen soll. Dir muss man mal Verstand einprügeln! Ich glaube, so langsam habe ich es verstanden. Man muss ganz langsam die beiden
Dinger da nach außen bekommen. Ohne dass sie sich zu sehr auf den Keks gehen hier. Nein, nein, zu viel. Jetzt ist mir der linke Balken durchgegangen. Ich schlag dich zu Boden, du Lump! Ich schlag dich zu Boden, du Lump! Na? Na? Komm schon? Komm schon? Nein, 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 nein. Du machst da eine Biege, du Balken. Balken? Balken? Weg da, Balken. Na komm, du Tölpel! So, der rechte Balken. Den haben wir schon mal. Jetzt kommt der linke Balken. Linker Balken. Ah, noch weg. So. Du hast es nicht anders gewollt. Jetzt ist Schluss hier. Alter. Sheesh. Dieses Minispiel, ey. Seriously. Dass er für Sorge, dass der Streit nie wieder ausbricht. Wie das? Einmal richtig schön auf Arme geben, oder wie? Ist in Ordnung? Es gibt keinen Grund dafür. Dieser Holzkopf. Sagt der Holzkopf. Er braucht nur etwas Zeit. Dieser Holzkopf. Sagt derjenige, der selber einer ist. Geronimo! Bist du nicht sauer, Godfrey? Ich? Nein, gar nicht. Terry ist eben ein Hitzkopf und das lasse ich mir nicht bieten. Es ist wirklich nicht schlimm. Er beruhigt sich. Der Zwerg kann eh nicht viel Schaden anrichten. Kommt das denn öfter vor? Ich habe Lance gerade erzählt, dass ich die Uhr danach stellen kann. Das ist wirklich kein Problem, Connor. Aber nett, dass du dir Sorgen machst. Muss ich doch. Ich meine, wenn ihr nur Quatsch im Kopf habt. Yay, noch mehr Holz. Noch mehr Holz. So, das war's jetzt aber. Dann machen wir mal ein bisschen Schnellreise. Oh. Perfekte Kamerapose. Nichts wie raus hier. Nichts wie raus hier. Davenport-Siedlung ist zwar schön und gut und so, aber naja. Da war auch mal irgendwas mit Handeln. Wo war denn das? Ne, das ist mein Inventar. Kartell, Logbuch, Inventargedöns. Wie konnte ich nochmal handeln? Leute, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich bin gerade zu blöd. Und weiß nicht mehr, wie ich handle. Seriously. Ich weiß nicht mehr, wie ich handle. Ich bin einfach zu blöd dafür. Naja. Warum habe ich Bekanntheitsgrad 1? Das ist blöd. Da entdecken mich doch immer alle. Wow, Frameinbruch. Okay, Connor, sag doch einfach, dass du da nicht lang willst. Schabatsche Boken! Was greifst du mich an, hä? Ich bin hier derjenige, der angreift. Hier so, Schabatsche in den Hals. Schabatsche in den Hals und so. Schabatsche. Messern. Wie sagt der Schabatsche Messern? Genau, Connor, du passt da natürlich nicht durch, ist klar. Jetzt macht sich das Ding hier auf und davon. Toll gemacht, Connor. Tolle Macht.
Einmal großen Applaus für Connor und seine Blödheit. Oh, das ist ja wieder. Cool. Okay, Connor. Wenn du es jetzt richtig machst. Okay. Dum 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 dum. Naja. Ey, hab ich eine Frau umgebracht oder was? Wie ist Goosey? Wo ist sie nicht? Scoozy, muss sie nicht. Na komm, lass mitgehen. So. Einmal und nochmal. Geht's aber auf zur Mission. Ich will noch da sein, bevor der Part endet. Dass wir es beim nächsten Mal annehmen können. Ach, da sind wir doch schon. Jo, dann sag ich mal, weiter geht's beim nächsten Mal. Bis dahin. See ya, Leute.